Ja, hier ein ganz kurzes Video zum Thema Teamwork im Sales, also Teamarbeit. Sobald du in einer Firma arbeitest, und meine Kunden sind ja primär IT-Dienstleister, Softwarehersteller, IT-Dienstleister, Berater, Consultants und so weiter, die, sagen wir mal, 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz machen, Minimum bis zu einer Milliarde. Und dort gibt es letztendlich immer mehrere Sales-Leute, die irgendwie miteinander zusammenarbeiten müssen. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass du da hinkommst. Und in den meisten Fällen ist es sogar so, dass es gar nicht auch mehr gewollt ist. So dieser typische Vertriebler-Einsiedler, der irgendwie seine Region hat und dort eben irgendwie für sich selber irgendwas rumwurschtelt, einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwie im Sales Call ist und ansonsten gibt es keine Kommunikation sozusagen. In seltensten Fällen ist das überhaupt möglich, weil wir uns ja im IT-Bereich in sehr, sagen wir mal, teilweise auch sehr großen Portfolio und dann auch, wenn es ein spezialisierter Dienstleister ist, ist es eher möglich, dass der Sales, sagen wir mal, eine derartige Tiefenkenntnis hat, und sozusagen auch sehr viel vom Pre-Sales abdecken kann. Aber in der Regel ist es so, dass der Sales ja schon bereits im Pre-Sales-Prozess, im Pre-Sales eben als Unterstützung benötigt, beziehungsweise jemanden, der technisch, mehr versierter ist, dann in den Sales Calls, fortgeschrittenen Sales Calls, da wo es natürlich konkret um die Anforderungen geht eines potenziellen Kunden. Dort werden natürlich Consultants benötigt, teilweise unterschiedliche Consultants für unterschiedliche Themen, eher sagen wir Implementierungsthemen oder strategiekonzeptionelle Themen. Also da sitzen teilweise dann in den zweiten, dritten Calls, die wir auch sehr gerne mit unseren Kunden dann immer noch begleiten, sitzen da teilweise dann 5 bis 12 oder 17 manchmal Leute schon drin in diesen Teams-Meetings, obwohl noch gar kein Angebot erstellt wurde. Ja? Also wir befinden uns dann teilweise immer noch in der Pre-Sales-Phase, wo wir noch nicht mal ein Angebot erstellt haben, weil wir eben auch noch nicht so weit sind, dass wir sagen, wir haben komplett alle Anforderungen verstanden, also können wir auch noch gar kein Angebot erstellen. Wir sprechen halt hier nun mal von ja, High-End, also sagen wir mal High-Level B2B Geschäft. Da geht es dann auch letztendlich, da geht es bei 100.000 Euro los, absolutes Minimum, eher in Richtung dann bis zu 1 Million und darüber hinaus, teilweise auch sehr weit darüber hinaus und sind auch entsprechend dann längere Zyklen. Und hier ist es halt so, dass sozusagen die Kommunikation untereinander auch von Pre-Sales zu Sales zu Account Management auch teilweise auch verschiedene Sales miteinander sich ergänzen. Ja. Und das kann natürlich nur sein und nur funktionieren, wenn man ja einen gewissen Teamgeist an den Tag legt. Das heißt, was halt leider ist, und ich sehe das eher als. Ich kann es natürlich verstehen, warum das so ist, aber ich sehe es eher nicht als zukunftsträchtig, dass man in Organisationen in diesem, sagen wir, in diesem Kontext von Sales, High-Level B2B Sales, seine Vertriebler stark provisioniert. Denn vielleicht provisioniert aufs Jahresgeschäft bezogen, das macht vielleicht noch eher Sinn, dass man sozusagen den einzelnen Mitarbeiter am Erfolg des gesamten Unternehmens am Jahresende daran beteiligt, so gesehen, wenn man das so kommuniziert. Aber Provisionen auf dealbezogene Provisionen im High-Level B2B können meiner Meinung nach auch kontraproduktiv sein, wenn es um den nötigen Teamgeist oder auch Teamarbeit geht. Denn dann entwickelt sich auch sehr gerne so eine Kultur bei den Sales, dass sie eben nur sich nur um ihren eigenen Shit kümmern. Ja? Dass sie letztendlich nur, sobald es um irgendwas geht, was nicht explizit ihren Account betrifft, dass sie das letztendlich links liegen lassen und sich nicht mehr so drum kümmern oder
auch nicht ihre Sales-Kollegen entsprechend motiviert sind, diese zu unterstützen, weil es ja nicht mehr in ihren Provisionsbereich hineinfällt. Oder regional ist es häufig so irgendwie gesteckt. Also ja, das sind so diese typischen Handelsvertreter-Szenarien, die ja eigentlich Gift sind, ja, im High-Level-IT. Also ich würde dort wirklich Abstand halten von. Es ist halt nun mal, wir bewegen uns hier nun mal in einer Welt, wo Beratung und Vertrieb, Marketing und Vertrieb und Beratung extremst stark zusammenschmelzen und verflochten und immer mehr sich verflechten, weil auch die Lösungen letztendlich immer mehr Bereiche abdecken müssen. Also es ist im High-Level B2B immer weniger der Fall, dass man mit einer spezifischen Lösung ein spezifisches Problem löst, sondern es geht eher immer um das Gesamtheitliche. Und das wollen auch die Kunden, das sagen wir auch die Endkunden, also die Industriekunden primär da draußen, dass das eben der Fall ist. Und man muss also insgesamt, das ist meiner Meinung nach der starke Trend in die Zukunft, insgesamt im B2B-Geschäft, High Level insbesondere, immer gesamtheitlicherer denken, auch was die die Angebote hingegen zu den Endkunden betrifft, als auch die Art und Weise, wie man innerhalb des Dienstleisters im Sales-Team arbeitet. Und so, das ist einfach so meine Meinung. Und weil ich unlängst wieder Erfahrung gemacht habe, wo ich dann Sales-Calls begleiten durfte, punktuell, und ich dann wirklich spüren konnte, wo man halt einfach dann, wo dann sozusagen der Sales Manager oder Sales Director dann eben nicht so engagiert war bei einem Sales Call, weil er eben nur eingesprungen war aufgrund von Krankheit das eigentlich gar nicht seine Region war oder sein, in dem Fall war es regional oder sagen wir mal oder auch aufgrund von Urlaub. Aber das sollte eben auf gar keinen Fall passieren. Also jeder Sales sollte, egal welchen Kunden er gerade oder welchen potenziellen Kunden er gerade be bearbeitet oder gerade pitcht, immer gleichmäßig, also immer gleichermaßen natürlich motiviert sein, diesen Account zu gewinnen oder an Land zu ziehen oder zu betreuen, Kunden zu betreuen, Bestandskunden. Denn es ist halt nun mal so, dass man, wenn man jetzt ein Team, größere Teams hat, das ist auch von Angestellten, die halt dann einfach mal auch mal krank sind oder auch mal im Urlaub sind. Das ist halt für meine Meinung nach sehr, sehr wichtig auch. Wollte ich hier noch zu meinem Besten geben, und dann wünsche ich euch wieder viel Erfolg. Happy Hunting, bis dahin. Dein Thomas Klein. Ciao.